So, das Speichern war jetzt äußerst wichtig. Und jetzt können wir die gelben Cyberzu-Missionen machen. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Missionen waren. So. In diesem Gebiet waren wir bisher noch gar nicht. Und da oben sind die gelben Missionen. Jetzt müssen wir da nur noch irgendwie hinkommen. Ah ja. Gut zu wissen. Links oder rechts? Nehmen wir mal den hier. Ausgeschlossen. Gecko, ich bin's, Uno Karp. Diese Russen haben einen Truck voll mit KI-Implantaten der Zabatsu gestohlen. Bring die gesamte Ladung von den Tedium-Docks zurück. Ich frage mich manchmal wirklich, ob die keinen einzigen vernünftigen anderen Agenten haben, sondern nur mich. Und ich gehöre nicht mal zu denen. Wie kommt man an dieses GTA-Symbol da unten? Also seriously, wie kommt man da ran? Muss man hier hinten einfach nur lang? Muss mal gucken, Electrogun. Das ist gut. Die kann man gebrauchen. Hä? Hä? Ah. Ja gut, wie viele haben wir davon jetzt eigentlich? Muss man mal eben gucken. 6. Okay, wir haben da noch ein paar vor uns, glaube ich. Ja, die wollen wir ja auch noch alle sammeln, damit wir die Bonusmissionen bekommen am Ende. Würde ich halt schon gerne. Wenn ich sie dann nicht finde, okay, aber ich würde es wenigstens versuchen. Special for my wife. Special for my wife. I play special for you. This is something that so, holen wir uns die KI-Implantate. Tedium Docks müssten ja hier oben sein. Ich weiß, ich bin richtiger Sherlock, weil ich den Pfeil deuten kann. Wow. Der Jaguar hier, der kommt doch wie gerufen. Das war eine Falle der Polizei. Diese kleinen Pissknilche. Der Eingang ist wie erwartet verschlossen. Versuche den Hintereingang. Nein, ich versuche jetzt erstmal zurückzufahren. So, wir warten jetzt hier, bis die Bullerei nicht mehr sauer auf mich ist. Was hat dieser Typ da eigentlich, macht er eine Challenge, wie oft er den Punto umrunden kann? Wie viel schneller er sein kann als das Auto, was er umrundet? Das muss irgendwas Krankhaftes sein. Ich würde ihm gerne helfen, aber... So, wir sollen den Hintereingang probieren. Meine Kundschaft haben wohl gelogen. Die Hintertür ist ebenfalls verschlossen. Ich werde ein Treffen mit Satchmo, dem Safeknacker, arrangieren. Zieh los. Ha! Das war schon wieder knapp. Viel zu knapp. So, wir sollen irgendeinen Safe-Knacker treffen. Meine Kontakte haben gelogen, ist aber auch... Wow. Sehr professioneller Chef, auf jeden Fall. Hallo, Satchmo. Hi. Zeig mir das Schloss, Z-Mann. Und meine Finger werden Wunder wirken, okay.
So explizit hättest du jetzt nicht sein müssen, aber na gut. Problem ist der Typ mit dem Molotow, der nervt. So. Hier auch eine Uhr ticken, tritt mal einen Schritt zur Seite. Die Tür ist möglicherweise verkabelt. Diese Finger sind Gold wert, Jungkind. Satchmo lässt sich nicht austricksen, ich merke das schon. Nicht zu weit nach vorne, Satchmo. Ich kann eine Uhr hören und das Ticken. Verflucht, das Ticken hat auf. Satchmo hat sowieso nachgelassen. Stiehl jetzt einen Kurs und versuch dich mit Sabat zu tarnen. Also, oh, ernsthaft? Och, Mann. Naja, wir sind durch die erste Tür gekommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Gut. Also, stehlen wir einen Russen Kowski Bulwark Debowski. Ja, den kriegen wir hier nicht. Sondern! Ich weiß, wie ich es machen muss. So, hier kriegen wir so einen Bulwark irgendwo. Irgendwo. Wo denn? Wie weit soll ich noch fahren für so ein Teil? Ich dreh. Wir drehen und gucken in der anderen Richtung nochmal. Wir fahren jetzt komplett zurück und dann sehen wir ja, ob da irgendwo einer ist. Es muss irgendwo einer sein. Wir sind ja hier schon im russischen Gebiet. Ich dachte gerade, das wäre einer. Azari-Höhe. Da ist einer. Nein, 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 Stopp! Danke. Gut, in der Initiative. Fahr zur Tür und trickst die Kowski-Blödiane aus. Ja, wenn das mal funktionieren würde, hoffentlich. Kann ich hier lang fahren? Ist das hier? Das ist hier in der Nähe auf jeden Fall. Mann, jetzt. War ja so klar. Es war ja so klar. Nein! Das Ding wird sowas von explodieren. Das Ding wird sowas von explodieren und dann ist diese Mission auch wieder gescheitert. Naja, ich habe eigentlich gar keine Wahl. Ich muss es machen. Ich darf halt nur nicht. Ich darf halt nirgendwo gegenfahren. Der Wagen brennt, aber sonst ist alles normal. Hol den Truck mit den KI-Implantaten zurück. Sister. Wo ist er denn? Wer bist du und wie bist du hier reingekommen? Ich sehe aus wie die Rednecks. Okay, ich muss da nicht ernsthaft rüberfliegen. Doch, muss ich. Und das ist einfach nur ein Abfuck. Sicher, dass ich hier nicht anders irgendwie raufkomme. Ich muss da rüberfahren. Ich habe keine Wahl. Also erstmal
Erstmal müssen wir dieses Auto zerstören. Gut. Und dann müssen wir uns ein neues Auto besorgen. Warte mal, hier oben, unten war doch noch unser Jaguar, oder? Irgendeine schnelle Karre hatten wir hier doch auf der Straße geparkt. Okay, das Ding ist weg. Okay. Ach, den verfolgen sie nicht. Okay, da ist also alles klar. Hm, glaube ich auch. Mit dem Rumbler. Mit dem Rumbler sollte das gehen. So. So, der ist tot. Und da ist das Fahrzeug. Da ist das Ding. Da ist ein GTA-Symbol. Wo führt das genau hin hier? Okay. Stirb, Abschaum, stirb! Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt überhaupt hier lang gehe. Ach. Ach ja. Du kleiner Pisskopf. Okay. Ich glaube, wir müssen das Tor zerstören. Ja, wir müssen das Tor zerstören. Ja. Das hat nicht ganz gereicht. Ein Generator ist zerstört, Gecko. Jagt den zweiten in die Luft. Okay. Danke übrigens an den Zuschauer, der mir gesagt hat, wie man so ein bisschen steuern kann, wie weit man die Molotovs wirft. Und zwar muss man dafür einfach nur die Feuertaste gedrückt halten. Und je nachdem, wie lange man sie gedrückt hält, wirft man den Molotov dann weiter. Also das ist sehr, sehr cool. Danke. So, jetzt müssen wir hier nur noch... We've got the 1034 in South Central. Gute Arbeit, Gecko. Die Tür sollte jetzt offen sein, ja. Aber ich will erstmal nochmal gucken, dass wir uns den holen. Achte auf deinen Rücken. Okay, verfolgen sie mich, oder? Die Tür ist offen. Bring meine KI-Platte zum Unterschlupf. Schnell. Okay. Mach ich. Oh Gott, habt ihr die Russen gesehen? Die sind nicht gut auf uns zu sprechen. Und was heißt jetzt Unterschlupf? Wieder dieses komische Kraftwerk oder ist das was anderes? Es scheint was anderes zu sein. Es ist nicht der herkömmliche Ort. Wo ist das? 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 Es war so klar. Meine Z-Männer haben alle eine schöne neue KI-Implantate. Und Zabatsu schwimmen mal wieder oben auf. Nice. Okay, da sind völlig durchgeknallte Autofahrer wieder unterwegs. Gib mir den. Ist das der Russe? Das war, glaube ich, einer von denen. Okay, das Erste, was wir jetzt wieder machen, ist speichern. Der Speicherpunkt ist wirklich mein bester Freund gerade.
Ich meine, wir sind nicht mehr so schlecht. Wir haben jetzt einen Multiplikator von 9. Und wir sind bei fast 2 Millionen. Wir haben fast die Hälfte von dem, was wir sollen. Thank you. Und dann machen wir weiter. Ups. Mit der nächsten Zalbatsu-Mission. Die Mission war ganz nett. Die war zwar auch sehr lang, aber auch abwechslungsreich. Schön mit dem Gebiet und so. Eine witzige Idee mit den Toren, mit den verschiedenen, die man da öffnen muss. Das haben wir schon schlimmer gesehen. So. Ich park mal hier in der ersten Reihe. Ja, ist doch gut, ich komme doch schon. Rache. Hey Gecko, ich bin's Uno Carp. Ich verticke legale Drogen zum doppelten Preis auf dem Schwarzmarkt. Wenn du bei dem Geschäft mitmischen willst, musst du dich mit Ziggy Powell treffen. Ach, der. Ja, klar. Sollte man kennen. Das ist blöd gelaufen. Aber es gibt immer Kollateralschäden. So. Ziggy Pole. Wenn er tanzt, ist er dann ein Pole Dancer. Ups. Ist der Typ denn? Der ist super weit im Norden. Warum ist er im Russengebiet? Das nervt mich schon wieder. Warum? Das ist so offensichtlich. Was? Was soll ich besorgen? Besorgt ihr einen Kowski-Wagen? Oh Mann, ey. Ja. Krieg dich ein. Hup hier nicht rum wie so ein Berserker. Fahr einfach. Gut. Den können wir uns auch nicht besorgen, weil da auch ein... Wieso sind hier überall... Macht der Polizist da nicht mal irgendwie was gegen, der da steht? So, wir besorgen uns jetzt einen Kowski-Wagen. Irgendwo. War hier am Ende nicht einer? Hier? Nee. Ja, Unsichtbarkeit, aber ja nicht im Auto. Das klappt so nicht. Wir müssen wieder raus. Wo war der Honk?
Bestell ohne, dass die Kopfrissummoldung haben wie das neue Mitzi. What? Der neue Typ steigt die Karriere, der hätte Zabat zu schnell hoch. Er sollte dir keine Probleme machen, Gecko. Okay. Ich finde es ein bisschen dreist, dass die danach sofort angefangen haben, hier zu schießen und so. Ich habe mal die Silenced Machine Gun mit reingenommen. So, was soll. Wo soll der sein? Ja, du musst Gecko sein. Willst du etwa mitziehen? Nein? Nun, dann bringst du dieses Bargeld besser zu weiter, so Gecko. Beim nächsten Dealer handelt es sich um einen hochrangigen Kowski. Er könnte dir einige Probleme bereiten. Ja, toll. Wirklich großartig. Wirklich großartig. Genau das, was ich gebraucht habe, auf jeden Fall. Wo ist er denn? Das regt mich so auf, ne? Es ist einfach scheiße ist das. Ich meine, wir haben jetzt keinen Abzug gekriegt auf unseren Multiplikator, weil wir diese Kopf-Freikarte hatten, aber es ist halt so ein blöder Mist halt wieder, ganz ehrlich. Es regt einen einfach nur auf. Oh, dieser Wendekreis des Todes. Da unten ist ein GTA-Symbol, gerade gesehen. Gut, probieren wir diese Mission also nochmal. Ja, genau, gleich zwei von euch. So, wie war das? Für den brauchen wir eh einen Kowski-Wagen. Ich dachte, das wäre einer, aber es war keiner. Warum sind hier keine Kowski-Wagen? Warum sind hier keine Kowski-Wagen? Da steht nochmal ein Jaguar. Sind hier welche? Nächster Jerk-Off. Weg mit dir. Okay. And remember, respect is everything. Here it comes.
Ist halt super scheiße, dass er mitten in diesem Russengebiet ist, wo alle sofort Feuer eröffnen, wenn du schlecht mit denen stehst. Bandenkrieg. Gecko, ich bin's, Uno Karp. Die Bekehrungsaktion der Krishna und der Schwarzmarkt der Kowski gefährden die Zabatsu-Geschäfte. Wir brauchen mal wieder einen richtigen Bandenkrieg. Stiehl einen Bulwark und dann erfährst du den Plan. Ja. Die Hälfte der Mission bei den Zabatsu ist, stiehl erstmal einen Bulwark. Und dann sei ein Russe. Okay. Verstehe. Irgendwo hier muss er sein. Einer von den 20.000, die es gibt. Fahr jetzt zum Krishna-Quartier und mach ein paar von den orangefarbenen Typen platt. Jetzt kommt wieder der Dreck. Okay. Und dann soll ich einen Smiley-Bus holen und soll die Russen umfahren. Was sehr schwer wird, weil diese Busse super scheiße zu fahren sind und zu handeln sind. 50 Stück. Okay. Wenn es nur 50 sind, das ist ja gar nichts. Leck mich doch. Das gilt offenbar gar nicht. Ich muss sie umfahren. Mit diesem einen Fahrzeug muss ich sie umfahren. Okay. Und schon brennt er, ne? Schon brennt er, nur mal so. Das heißt im Grunde, dass wir noch einen weiteren klauen müssen. Weil wir mit dem die Mission nicht mehr schaffen. Jetzt hau doch ab! Da war tatsächlich die Bulle und schon brennen wir lichterloh. Und ich muss abhauen. Super anstrengende Mission. Super anstrengend. Leider. Nein. Vielleicht kriegen wir ihn an der nächsten Ampel oder den Rumbler. Oder der reicht auch.
Ich meine, ich muss das Auto ja eh wieder wechseln. Steig wieder in den Bullwag. Welchen Bullwag, du Vollidiot? Da ist kein Bullwag. Es gibt ihn nicht. Ich musste ihn verlassen, weil er gebrannt hat. So. Bullwag Nummer 2. Und tschüss. Ja, mach die Krishna platt, boom. Ja, noch 35. Die sich gerade selbst abgeschossen. Ich glaube, das haben sie. Komm her. Krishna Arsch. Ja, ihr könnt mich mal. Ah! Um Gottes Willen, warum diese frontalen Zusammenstöße? Leute, ich mache eure Arbeit, indem ich hier Krishnas umballer. Stopp jetzt. Und warum haben die Molotow-Cocktails? Sind das Rednecks auf einmal oder was? Okay, Molotow-Cocktails sind aber tatsächlich besser. Deutlich besser als Maschinengewehre. Der wollte auch schon wieder werfen da. Sind aber auch durchtrieben. Nein! War knapp. Okay. Und plötzlich haben wir drei Köpfe. So, noch 9 Stück. 9 Stück müsste doch irgendwie machbar sein hier mit dem einen Fahrzeug. Vielleicht hier drüben. Da hätten wir schon mal einen, theoretisch. Tot, 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 tot. Noch 5. Okay. Wir beenden das Video damit. Da habe ich jetzt auch einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist mir einfach zu blöd. Ja. Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Also irgendwie catchen mich die Missionen überhaupt nicht mehr. Das ist halt einfach nur noch Quälerei. Und ich habe irgendwie... Weiß ich nicht, also theoretisch müsste ich halt jedes Mal den Ruf resetten und das ist einfach zu viel Aufwand. Das ist wirklich viel zu viel Aufwand. Ja. Und ich finde die Mission auch so doof irgendwie einfach. Das wird halt wieder sein, Clownen-Bulwark, fahr 50 Krishnas um. Und dann Clownen-Sunny-Bus und fahr 50 Russen um. Wow. Und wie gesagt, das mit den Russen wird noch schwerer als mit den Krishnas, weil mit den Russen sind wir schon auf dem niedrigsten Level und die haben Maschinengewehre. Und der Bus ist super behäbig zu fahren. Insofern könnt ihr euch vorstellen, was da los sein wird. Ja, muss ich mir noch überlegen. Vielleicht mache ich es sogar offscreen, ganz ehrlich. Weil das einfach auch irgendwie zu lange dauert. Also wenn ich jetzt jedes Mal eine Folge für eine Mission brauche, dann werden wir im Leben in diesem Spiel nicht fertig. Und dann kommen ja auch noch die
GTA-Symbole. Und dann kommen ja auch noch die Bonusmissionen. Die Bonusmissionen sind wenigstens witzig, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber schauen wir mal dann beim nächsten Mal. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.